Jo Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kona 2, in der wir jetzt zurück müssen, um mit unserem Kollegen zu sprechen, denn wir haben die Akten besorgt, ja, beziehungsweise haben die Informationen aus den Akten und er will uns jetzt verraten, wo wir die Schlüsselkarte finden. Ich hoffe, dass er das auch wirklich macht und ich hoffe auch, muss ich erstmal überlegen, in welchem Gang der Typ war. Wo war der denn eigentlich? Hier bei den ganzen Zellen, ne? Das heißt, wir müssen B öffnen. Damit wir zu dem wieder hin können. So. B müssen wir öffnen. Und ich lasse diese Ventilatoren. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, diese Ventilatoren anzumachen. Ich weiß gar nicht, was die machen. Belüftungssystem. So. B hatte ich gesagt, ne? Ich hoffe, ich hatte B gesagt. So, mal wieder runter. Ich warte darauf, dass hier irgendwann einfach irgendwas vor der Tür steht, wenn die aufgeht. Ich sag's euch, Leute. Okay. Ab in B. Zurück zu dem Kollegen. Und hoffen, dass der uns jetzt verrät, wo die Schlüsselkarte ist. Fast eine Art Wimmelbildspiel hier. Oh Gott. Mann, ich erschrecke mich aber auch gerade vor allem, ne? Okay, ich fange langsam an, komplett durchzudrehen. Falsch. Hier waren die Hundezwinger. Ja, ich hab das doch sogar. Warte mal, hier bin ich richtig, ne? Genau. So, wir müssen hier rein. So, da sitzt er. Wait. Blend mich mal aus. So. Ouais, 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 la fille des ressources humaines. Pierre-Marc Lemebbe. Je sais qu'ils parlaient souvent les deux ensemble. Ils passaient beaucoup de temps dans son bureau. Vous devez avoir des questions. Dans les vestiaires, il y a un casier défectueux qui s'ouvre si vous donnez un bon coup au bon endroit. Mon collègue Pierre-Marc a glissé une carte dedans. Rapportez-la moi quand vous aurez fini ce que vous avez à faire. C'est là qu'ils mettent tout ce qui sert plus. Il y a un paquet de matériel d'expérience abandonnée et de prototypes de toutes sortes. Je vais devoir y aller faire un tour, d'ailleurs. Dès que vous aurez fini avec la carte, rapportez-la-moi. Ce que je peux vous dire, c'est que cette place-là, c'est un cancer pour Manastan. Tout mérite de tomber, incluant son fondateur. Depuis le début, la communauté crie, on s'est opposé à Amine. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait plus. Okay. Le monde qui participait aux essais cliniques en sortait malade. On s'est dit qu'en s'infiltrant, on pourrait peut-être trouver quelque chose pour incriminer Hamilton. Da gibt's das eine oder andere, glaube ich. En tout cas. Mais ça a changé avec l'accident de chasse. Pierre-Marc est entré dans une colère noire. Jagdunfall. Faire fermer le réacteur. C'est la cible parfaite. Si on réussit ça, ça va être très long avant qu'ils s'en remettent. Ottawa se sacre de nous autres. C'est pas eux qui vont nous aider. Et il y a de plus en plus de monde qui tombe malade à cause de la mine. Faut qu'on frappe un grand coup. Un coup décisif. Pierre-Marc, c'est le gars le plus loyal que j'ai rencontré de ma vie. Il défend son monde. Il parle d'Hamilton comme d'un grand visionnaire. Pierre-Marc, c'est un visionnaire. Un vrai. Attendez de voir ce qu'on va faire. Difficile à dire. Coincé ici. Je sais qu'il y a un camp de l'autre côté du tunnel du chemin de fer au nord-est. Si jamais ça tournait mal, c'est là qu'il reste réfugié. Ok. Je pense pas. Pierre-Marc voulait y en parler.
Elle aussi, elle a un malaise envers la HMC, comme plein d'autres, mais on savait pas si on pouvait y faire confiance. Un dur à lire. OK. Oui? Ja, sonst können wir erstmal nichts mit ihm reden. Gut, das bedeutet, wir suchen uns jetzt die Schlüsselkarte. Und die Schlüsselkarte ist wieder hier ganz am Anfang, ne? Ja. Die Schlüsselkarte ist wieder ganz am Anfang. Okay. Der sitzt da einfach nicht. Ich finde das immer noch so creepy. Vielleicht passiert hier doch wieder irgendwas. Dieser Typ ist einfach nicht da. Ich finde das so gruselig irgendwie. Ich finde das wirklich richtig creepy, dass der nicht da ist. Ich frage mich, was es damit noch auf sich hat. Okay. Das heißt aber, ich muss auch A wieder aufmachen, ne? Nee, B. Nee, D. Nee, hier muss ich raus. Ach komm. Das ist offen. Hierdurch kamen wir ja auch rein, ne? Genau, wir müssen ganz an den Anfang. Weil da war der Gang, der zu den. Ne, das war noch hier. Ich muss noch eins weiter. Das war der Gang, der zu dem Spind geführt hat, ne? Oder? Genau. So, was passiert hier jetzt wieder? Ich höre doch schon die Musik. Ach nee. Ja. Genau, da muss man gegenhauen und dann kommen wir in die Schlüsselkarte. Das habe ich soweit verstanden. Ich bin halt immer unsicher, kommt jetzt ein Gegner oder kommt eine Erinnerung? So, Schlüsselkarte, sehr gut. Und Munition, nicht gut. Ich nehme nochmal kurz eine heiße Dusche. Eine heiße Strahlendusche mit Pistole in der Hand. Boah. Naja, rein in meine Futterluke. So. Okay, dann gehen wir einfach direkt wieder zurück. Ich traue hier nichts zu niemandem, ich sag's euch. So, das Ding ist, wir brauchen aber halt auch noch Strom. Da stand ja immer Schlüsselkarte und Strom. Das heißt, wir müssen E anmachen, ne? Warte mal, lass mal gleich logisch überlegen. Wir müssen E, glaube ich, anmachen, damit er Strom kriegt. Aber wir können auch dann durch E auch direkt durchgehen eigentlich, ne? Wer ist das? Um Gottes Willen. Okay. So, Ventilatoren machen wir aus. Wir brauchen. Warte mal. Ach, jetzt sehe ich das nicht abgeschlossen. Wir müssen hier hin. Denn da ist der Prototyp. Das heißt, wir müssen hier. Das ist E, ne? A, B. C, D, nee, so funktioniert das nicht. Vergesst's. So, man kommt entweder hier rüber, hier rein. Da müssen wir den trotzdem unter Strom setzen. Das war ein E. Und wir müssen... Da können wir nicht theoretisch jetzt einfach da durchgehen, weil wir die Karte haben? Oder war es C? Ich probiere es mal so.
weiß, irgendwann wird da jemand stehen und dann habe ich den Revolver gezückt. So, jetzt muss ich kurz gucken. Wir müssen wo rein? Wir müssen da rein. Ich versuche es erstmal auf direktem Weg. Das ist D. Da habe ich mich wieder vertan. Ja, warte mal, ist das richtig? Ja. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt weiterkommen mit der Karte oder ob wir dafür erst noch Strom brauchen. Weil dann... weiß ich nicht so recht. Weil eigentlich dachte ich, der Strom ist an, wenn wir den Reaktorpart versorgen oder wie auch immer das hier heißt. Den Trakt, genau so. So, hier speichere ich jetzt nochmal. Zack. Und jetzt haben wir die Karte hier. Und kommen hier durch, einwandfrei. Und jetzt ist hier auch der Raum mit den Akten. Alles klar, wir kriegen Munition, das ist alles nicht gut. Oh. Alles klar, ich verstehe. Dafür macht man den Dings an. Okay. So, und hier sind wir jetzt quasi. Für die Batterie, klar. Aber dafür muss ja erst das Wasser weg. Ja, warte, das heißt doch, wir kommen hier überhaupt nicht weiter. Weil selbst wenn ich den Rauch wegmache... warte mal. Ja, doch. Selbst wenn ich den Rauch jetzt hier wegmache, ja, dann kommen wir nicht weiter, weil das Wasser ja noch ist. So, hier können wir mit der Leiter dahin, das bringt uns gar nichts. Keller. Ja, das ist die Batterie, aber an die kommen wir ja auch nicht. Wegen dem Wasser. Notizbuch. Ach du Gott. So, das hatten wir. Unterirdisches Labor, piplaplup. Ja. Das hatten wir auch. So. Trakt C, Ausgrabung. Im Zentrum des Trakts ist ein Glaskäfig, ein beeindruckender Meteor. Ausgestellt könnte das die Hauptquelle für Mr. Need sein, eventuell. Traktor D, Forscher. In meinem Notizbuch aus von Robert Hamiltons Sohn als eine potenzielle Informationsquelle bezeichnet. Ihre Mitarbeiternummer ist 174. Ja, das hatten wir auch. Okay, mehr steht hier nicht drin. Das bedeutet... selbst wenn wir diese Karten jetzt haben, das bringt uns alles nicht weiter. Denn hierfür muss das Wasser weg. Und da oben für muss der Rauch weg. Aber wie kommen wir da oben überhaupt rein? Warte mal. Ich bin gerade etwas verwirrt. Also selbst wenn wir jetzt hier den Rauch wegmachen würden, würde ich ja nicht da reinkommen. Sprich, ich brauche, auch wenn ich jetzt hier lang gehe, kann ich ja auch mal eben machen. Wir kommen immer von einem Trakt in den anderen über diese Schleichwege hier. Das bringt mich alles nicht weiter. Weil an die Batterie hier komme ich ja nur ran, wenn das Wasser weg ist. Ja toll, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Herzlichen Dank. Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Hier ist das Büro, ja, schön. Wo brauchten wir diese Karte denn noch?
Also hier können wir ja sonst nichts machen, ne? So. Hier brauchten wir doch nirgends eine Karte mehr. Da brauchte man da noch die Karte für irgendwas. Ich verstehe nicht ganz, was ich jetzt machen soll. Hier komme ich nicht weiter. Lüftungsschacht, ja. Okay, Treppen. Ja, aber solange da Wasser ist, bringt mir das gar nichts. Ich bin verwirrt. Hier ist auch nirgends eine Batterie. Ich kann nur die Batterie unten im Wasser. Da wissen wir, dass die da ist. Ich meine, ich kann jetzt nochmal hier rein. Ne, A ist ja Quatsch. A ist Quatsch. B ist jetzt zu. C ist aber noch auf, ne? Genau. Brauchten wir da noch irgendwo ein Key? I don't know. So, da ging es nirgends hin. Ah. Okay. So, wir hatten hier auf jeden Fall schon mal ein Stück Geschichte. So, hier würde dann quasi was rauskommen. So, da stand ja, man könnte den umschalten, aber das geht ja irgendwie auch nicht. So, hier ging es noch weiter, aber da ging es nirgends hin, ne? Ah, doch. Spuren einer Flucht. Aber hier ging es sonst nicht mehr weiter, ne? Hier hatten wir halt die eine Batterie geholt. Okay, also hier brauchen wir auch nichts mehr machen. Mal die Taschenlampe aus, die brauchen wir eigentlich nicht. So, hier ist sonst auch nichts mehr, was wir noch machen können. Da oben gab es nichts, da haben wir nur Munition gefunden. Kann man hier eigentlich rein? Nee. Besser ist es wahrscheinlich auch. So. Kontaminierungsdusche oder sowas. Oh, ja, das haben wir noch gar nicht gesehen. Eine Geodensammlung. Die sind wirklich schön. Pickup-Modell, ein beliebiges Modell. Beschwerde einer Mitarbeiterin. Zu Händen Richard Levasseur. Betreff Beschwerde, Mitarbeiterin Brigitte Cuisinelle, die also Teamleiterin, Trakt C-Vorfälle. Am frühen Nachmittag begann der Mitarbeiter Viktor Michel sich unwohl zu fühlen, genau wie die Mitarbeiter Herf Gendron letzte Woche und Steven Deschamps in einer Woche davor. Und ebenso wie drei andere Mitarbeiter letzten Monat begann er heftig zu schwitzen, zu zittern und sich zu erbrechen. Er verbrachte den Tag auf der Krankenstation, da er zu schwach war, um nach Hause zu gehen. Das ist kein Zufall. Die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung ist wirkungslos. Die Masken sind häufig defekt. Das Maß ist voll. Wir werden das nicht länger mit uns machen lassen. Sie wurden gewarnt. Brigitte Cuisinelle. Hm. Ah, eine Karte. Eingekreiste Gebiete zeigen mögliche Bergbaustandorte. Ist da eine Schublade? Okay, hier waren wir zwar noch nicht. Oder vielleicht waren wir ja auch schon. Ich habe es einfach wieder vergessen. Aber auch das bringt uns jetzt nicht weiter. Ich kann wieder hier drunter durch. Aber hier kommen wir doch nur zu dem Bereich, wo ich dann tauchen kann. Ja. Das bringt uns doch auch nicht weiter. Was soll ich denn jetzt machen? I stay on the Schlauch. Wie man bei uns in Germany sagt.
kann doch die aus dem Wasser nicht rausholen, oder? Ja, ich habe dieses eine Teil, aber das reicht ja nicht. Und hier hinten war sonst auch nichts mehr außer diesen Kammern, ne? Was soll ich denn jetzt machen, du? Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll, hä? Ich stehe auf dem Schlauch. Da soll ich ja logischerweise auch nicht runter. Ja, wie gesagt, selbst wenn ich den Rauch wegmache, ich komme da ja gar nicht hin. Ich muss nochmal hier lang. Das andere macht doch keinen Sinn. Wir haben die Karte gefunden, um hier weiterzukommen. Aber alle Türen, durch die ich bisher gehen konnte, das kann ich auch nicht irgendwo hinbringen, ne. Fest verschlossen, fest verschlossen. Ja. Ist auch nirgends mehr hin. Das ist das Labor. Hier kommen wir jetzt halt weiter, ja. Aber was bringt mir das? Okay, bringt mir auch nichts. Wir kommen jetzt hier rein. So, und das Einzige, was ich hier machen kann... Weh, ich kann diese Batterie jetzt nehmen. Kann ich nicht. Ich kann die Batterie nicht nehmen. Kann nicht verschoben werden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich darf da nicht runterspringen. Ja, kann ich verschoben werden? Okay. Ich schwimme mal wieder hier hoch. Und hoffe, dass wir in der nächsten Folge herausfinden, was ich machen muss. Ich glaube, ich muss nochmal mit diesem Typen reden. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Leute, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wo ich dann hoffentlich herausfinde, was ich machen muss. Macht's gut, Leute. Ciao. Thank you.